Ja, es funktioniert wieder. Immer wieder interessant. Naja, egal. Ja, Matrix ist lustig, aber auch noch einmal. Ich gehe mich jetzt trotzdem noch mal selber heilen mit der Mana. Mit der Mana. Also, wenn wir jetzt dieses kleine Kaff verlassen müssen. Ins Bettchen. Jups. Und es ist Nacht. Wie herrlich. Was ich aber gerne ausprobiert hätte, falls wir uns zurückerinnern, ein paar, viele Parts zurück, wenn wir hier... Oh! Ah! Nice. Gut, dass ich das nicht mitgeschnitten habe. Sichern, so. Speichern wir. Ich würde nämlich liebend gerne probieren, da man ja die Blumen nicht hier hinlegen sollte, tue ich es trotzdem mal. Da kommt ja Jakob raus. Ja, bla. Vor ihm weglaufen zuerst. Und draufheizen, was das Zeug hat. Wow, und er macht auch überhaupt keinen Schaden. Oh. Whoops. Lalala, lala, das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Ich muss früher weglaufen. Ja, dann halt nochmal. Ja, bla. Bewegung. Jetzt ist mir die Minikarte im Weg. Und ich habe ihn verjagt. Klasse. Oh. Also gerade eben will das nicht so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Blümchen. Ja, wir haben es kapiert. Wow, du kommst mir gefährlich zu nah. Nicht zu Atem kommen lassen. Wow. Einen. Kleinen Haltrank. Und er ist tot. Wow, Gott sei Dank. Ja, das wollte ich nur wissen, ob jetzt was Besonderes passiert ist. Nützt mir das jetzt was? Nein. Klasse. Ja. Und hat es halt nichts gebracht, ne? Ich wollte es nur wissen. Hätte ja sein können, oder so. Ah ja, jetzt wollten wir uns ja um die Fähigkeiten kümmern. Yeah. Wir haben 5 Fähigkeiten, die wir noch benutzen können, was ich sehr toll finde. Ich würde ja liebend gerne noch die Alchemie machen. Das werde ich auch machen. Und zwar so. Ja. Dann was wäre noch praktisch? Also ich lese euch mal vor. Schaden erhöhen passiv. Auf magischem Weg erlangt ihr für kurzzeitig die Einsicht und das Wissen eines Meisterkriegers und fügt eurem Gegner mehr Schaden zu. Jeder erfolgreiche Treffer bekommt einen 1+2 Schadenbonus. Natürlich auch nicht schlecht. Reparieren. Mit dieser Fähigkeit seid ihr in der Lage, eure Waffen und Rüstungen selbst zu reparieren. Ich sage dazu, das Einzige, was ich beim letzten Mal, wo ich das gemacht habe, genommen habe, war die Alchemie, weil ich somit Tränke machen kann aus diesen Kräutern, die hier überall wachsen. Und wenn wir uns erinnern, dieser Elf, was auch immer, hat einen Megagarten, wo so richtig schön viele Kräuter rumgeistern. Und die werde ich mir dann zu Tränken machen, weil Tränke sind wichtig. Also hier haben wir immer Kenntnis der Waffen, also da würde ich mich auf nichts spezifizieren, würde ich sagen. Vielleicht Kenntnis des Schildes, wenn wir sowas mal haben. Ich weiß es nicht. Das sind alles so Bogenschützenfähigkeiten, dass ich weiter sehe, gezielte Schüsse habe und aufspaltende Pfeile. Also da ich gesagt habe, ich nehme keinen Bogen, eher sinnlos. Hier Verteidigung verbessern würde ich auch sehr, ich lese sie euch am besten vor, mein Betäuben passiv, diese magische Attacke quetscht die Luft aus den Lungen eurer Widersacher und verhindert kurzzeitig, dass sie euch angreifen können. 5% Wahrscheinlichkeit, dass die Angriffs,
Erholung von Feinden. Ich hätte es fast Kindern gelesen. Von Feinden um 10 verringert wird. Feinde mit einer Giftresistenz über 10 können nicht betäubt werden. Aha. Eben Verteidigung verbessern. Eure Kenntnisse in Selbstverteidigung werden verbessert, wodurch ihr weniger Schaden von euren Feinden erleidet. Rüstung wird um 10% verbessert. Giftschaden, nachdem ihr diese Fähigkeit angewendet habt, verursachen all eure Angriffe zusätzlichen Schaden durch Gift. Angriff macht 2 plus 3 Giftschaden. 10% Wahrscheinlichkeit beim erfolgreichen Angriff Giftschaden zu verursachen. Das gleiche nochmal mit Feuer und hier mit magischer Kraft. Die mächtige Kraft der Stürme wird euch euren Angriffen zugefügt. 4 bis 6 Blitzschaden. Und hier halt 4 plus 6 Feuerschaden. Und da halt 2 plus 3 Giftschaden. Waffe verzaubern, passiv. Diese Fähigkeit erlaubt es euch, eure Waffen magisch zu behandeln und euren Schaden und eure Wirksamkeit zu erhöhen. Nur mit Waffen einer bestimmten Verzauberungsqualität können verzaubert werden. Aha. Tod vortäuschen. Dadurch seid ihr in der Lage, die Maske des Todes abzulegen und eure Feinde zu überlisten. Tod vortäuschen verbraucht 80% des Mannes des Zauberern. Klasse. Hier halt überall Trefferwahrscheinlichkeit, Erholungszeit und Schwertschaden. Hier ist es halt Streitkolben, Axt, Hammer, Speer, Bogen, Armbrust und Schild. Beim Schild haben wir halt das Zusätzliche noch, dass ich mit dem Schild dann auch zuschlagen könnte. Dann hier die Kräfte der Materie, Höllenstacheln, beschwört die Unterwelt, um Stacheln unter den Füßen eurer Gegner hervorschießen zu lassen. Glieder aus Blei, einmal auf euren Widersacher gezaubert, werden seine Glieder schwer wie Blei. Und er kann sich nur noch langsam kriechend fortbewegen. Yay! Kräfte des Körpers und des Geistes, Blick des Zauberers. Nutzt die Kraft der Magie, um euren Blick auf Gebiete zu werfen, die eure Füße erst noch betreten müssen. Durchdringt den Nebel für eine Zeiteinheit, ermöglicht es, durch Dächer zu blicken. Ah ja. Segen, betet zu den Göttern, um euren Körper zu segnen. Alle Hauptcharakterwerte werden für 15 Zeiteinheiten um 3 erhöht. Na, das klingt gut. Fluch der Verwelkung, zaubert dies auf euren Gegner und beobachtet, wie ihre natürlichen Widerstandskräfte geschwächt werden. Resistenzen werden herabgesetzt. Wenn Geistresistenz kleiner als 5 ist, die Resistenzen des Gegners werden um 10 für 2 Zeiteinheiten verringert. Ja, klingt nett. Ungeziefer hervor. Ja, magische Ratten. Wow, können wir von Anfang an. Skelette herbeirufen, also diese Skelettkrieger können wir herrufen und Frost. Euer Gegner wird zum vollständigen Stillstehen gezwungen und ihr habt die Wahl, ob ihr ihn beseitigen oder zu weglaufen wollt. Zu weglaufen, keine Ahnung. Ziel ist für 13 Zeiteinheiten eingefroren. Eingefrorenes Ziel erhält 20 Schaden. Wieder Pfad des Diebes, Kuss des Attentäters, passiv, vergrößert den Schaden, der beim Attacke aus dem Hinterhalt verursacht wird. Schlösser öffnen, gut, da muss ich nicht beschreiben wahrscheinlich. Da Falle umgehen, da hätten wir vielleicht in der Katakomben benutzen können. Tödliches Geschenk. Ja, toll. Können wir diese Fallen machen? Ich würde es nicht so gerne machen, aber ich richte mich nach euch dann. Umarmung der Schatten. Dies erlaubt euch, in schlecht beleuchtete Gebiete nahezu unsichtbar zu werden. Ja, ein Talent, das besonders unter den Mitgliedern der Diebesgilde geschätzt wird. Waffe vergiften. Ihr verursacht weitaus mehr Schmerzen bei euren Gegnern, wenn ihr eure Waffe mit Gift bestreicht. Das Vergiften einer Waffe bringt 10 Giftladungen. Die Stärke des Gifts hängt von der verwendeten Art ab. Giftauswirkungen werden nicht addiert. Das ist Identifizieren, passiv. Diese Fähigkeit wird häufig von Händlern angewandt und ermöglicht euch, die Eigenschaften sowohl magischer als auch normaler Gegenstände einzuschätzen. Das wäre auch praktisch. Also reparieren und identifizieren wäre sicherlich klasse. Kenntnis der Kreaturen, passiv. Kennt euren Feind. Diese Fähigkeit gewährt euch Einsicht in die Stärken und Schwächen eures Gegners. Ja. Das ist auch praktisch. Identifiziert erfolgreich Monster bis zu Stufe 10. Zeigt Trefferpunkte des Monsters. Und Blenden. Bringt Dunkelheit über die Augen eurer Feinde und schwächt dadurch ihre Wirksamkeit im Kampf. Dann Blick des Waldläufers, passiv. Gewährt euch den scharfen Blick eines Waldläufers, um eure Feinde schon aus der Ferne wahrnehmen zu können. Und Händlerzunge, das macht mir 5% bessere Preise. Ja. Ich lasse euch den Rest der 4 entscheiden. Ich wollte auf alle Fälle die Alchemie haben. Und identifizieren und reparieren wäre mir auch noch sehr lieb. Ich wisst ja was, ich
Nein, ich lasse es euch entscheiden. Ich lasse es komplett euch entscheiden. Wie mache ich das weg? Drag. Schließen. Da. Ich lasse es dann euch entscheiden. Also ihr könnt sagen, was ihr gerne haben möchtet an Fähigkeiten. Wenn nichts kommt, dann kommt halt nichts. Dann suche ich mir das dann einfach aus. Ja, oh, ups, da habe ich voll ans Mikro. Ich zeige euch auch jetzt gleich, warum ich die Alchemie haben wollte. Nämlich für hier. Falls ihr euch erinnert, die Drudanahl. Kleine leere Flasche, bla bla bla. Da ist wieder die Kraft der Natur und so weiter. Haben wir ja schon gelesen. Das hier. Jetzt kommen diese ganzen leeren Flaschen, also die kleinen zumindest. Jetzt hier raufgehe. Heiltrank. 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 Ich finde das super. Heiltrank. So haben die nämlich gleich eine gute Verwendung. Heiltrank. Die großen leeren Flaschen funktionieren noch nicht. Dazu brauche ich noch mehr Alchemie-Fähigkeiten. Also das, was ich den Epic-Fail-Moment der Alchemie bezeichnet habe, mache ich hier quasi wieder wett. Weil jetzt können wir das. Sehr schön. Und ich meine, einfach aus rumliegenden Sachen Getränke zu machen, ist doch cool. So, Magie. Schönes Repertoire an Tränken haben wir hier. Ja. Also würde ich sagen, wir verlassen alle Rot. Ich werde nochmal speichern. Oder sollte ich mit den Leuten hier reden nochmal? Ja, ich rede nochmal mit den Leuten. Hi, Lanelo. Celui Tenabre, der Tapfere, kehrt zurück. Aha. Ich bin überglücklich, dass der gute Madaneus aus den Klauen des Nekromanten befreit wurde. Nun, was kann ich für euch tun? Will dir meinen Rat geben, wie ich eine bewaffnete Skorte für euch zusammenstellen kann? Ja, versucht zur Kaserne. Ja, das haben wir schon. Mich heilen. Oh, danke schön. Was hast du im Angebot? Tränke, 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 Tränke. Oh, die sind verlockend. Die sind verlockend. Warte, behalt das mal. Wir haben ja unnützen Plunder ohne Ende. Ich werde den unnützen Plunder jetzt einfach. Auch bei dem einen Typen. Wow, der hat Heiltränke ohne Ende. Das ist ja Wahnsinn. Nochmal nach Hause zurück. Ich wette, die haben alle irgendwas dabei, was heiltrankmäßig ist. Seht ihr, dafür sammle ich solche Sachen. Bögen. Ich muss erst etwas ablegen. Jo, dann. Oh, dann wird das jetzt ein Ewigkeitsmarsch. Dupidupidupidupidu. Oh, wir können danach eigentlich auch den Händler besuchen. Ja, mache ich danach auch, wenn ich mir ein bisschen was zusammen habe hier wieder. Wo ist er, der Zwerg? Da ist er, ja. Bei Dunas wippenden Brüsten. Ja, toll. Hat niemals geglaubt, dass ihr die Fähigkeit besitzen würdet, das kaputte Gehirn des alten Madaneus wieder in Gang zu kriegen. Gut gemacht, Mensch. Ihr denkt wohl... Ja, ich grunze. Ich hab's gesehen. Ich werde es jetzt nicht machen. Ihr denkt wohl, dass ihr jetzt etwas Besonderes seid. Das will ich haben. Und das will ich haben. Das will ich haben. Und das will ich haben. Und das eigentlich auch. Wow, du bist fast nichts wert. Cool. Du bist gar nichts wert. Du bist recht nichts wert. Auch nicht. Kannst auch haben. Cool. Kannst du auch haben. Auch haben. Alle drei. Jo. Toll.
Ich habe nichts, was das aufwertet. Amulett ist gut. Mhm. Verdammt viel wert.